Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren Vanilla Permissions Video und willkommen zum nächsten Command. Ja, wenn wir mal auf unsere Liste schauen, sehen wir bei List, bei Set Word Spawn und jetzt bin ich ausgetappt, bei Set Word Spawn und bei Spawn Point stehen solche Prozentzeichen. Damit drücke ich aus, dass in Functions diese Commands nicht möglich sind. Das wusste ich vorher nicht und ehrlich gesagt, eigentlich hatte ich sogar Set Word Spawn ausgetestet, aber es wollte nicht und ja, ich habe jetzt nach fast einer Stunde Aufnahme ja erstmal aufgegeben, weil ich will ja auch ein bisschen vorankommen. Und heute ist der Time Command da. Bei Time besteht das Problem, dass ich nicht einfach einen Score als Time übernehmen kann und deswegen werde ich das so machen, dass wenn man Time auf 1 stellt, dass es dann, also ich zeige das mal in Minecraft, wenn Time auf 1 gestellt wird, dann soll passieren Time Set Day. Wenn es auf 2 gestellt wird, dann soll Noon passieren. Man sieht es gerade aus irgendeinem Grund nicht. Wenn es auf 3 gestellt wird, dann Night und bei 4 soll es dann Midnight sein. So dass wir quasi diese vier verschiedenen Wortwerte ja als quasi als ja dass wir quasi diese vier verschiedenen Werte, die man hier auch als Worte machen kann, einstellen kann, wenn man die Permission hat. Und das sollte recht einfach gehen. Dafür gehen wir in die Bildschirmaufnahme und gehen in Atom und das hier tun wir jetzt erstmal kurz wieder weg. Genau wie na doch, die Function kann ruhig bleiben. Die brauche ich aber erstmal nicht mehr. Aber in Enable kann das auch noch weg. So. Grüße raus an meinen coolen quietschenden Stuhl. Naja. Also, weiter geht's mit dem Time-Command. Das heißt, wir erstellen erstmal ganz kurz das Scoreboard. Das machen wir hier. Scoreboard Objectives Add Time Trigger. Haben wir gemacht. Als nächstes enablen wir das Ganze auch, aber vorher, warte, habe ich das nicht sogar schon enabled? Auf jeden Fall, ja, machen wir vorher kurz den Execute schon mal. Und jetzt kommen wir hier auch ruhig in den Enable und können das enablen. Und zwar Tag wäre dann Time und auch Time. So. Dann speichern wir das Ganze und jetzt brauchen wir nur noch die Time Function. Und auch bei diesem Command ist es so, mal wieder, die letzten drei Commands, wo das der Fall ist, wurden ja einfach mal nicht aufgenommen. Naja. Auf jeden Fall ist es mal wieder der Punkt, dass wir keinen Selektor berücksichtigen müssen. Sprich, dass wir ja, die ID komplett außen vor lassen können. Und ja. Das heißt, wir nehmen wir ganz kurz mal aus der Kill-Function das hier und zwar wäre das bloß der Score Time Matches 1 Run Time Set Day. Das Ganze. Stopp. Mann. So, das Ganze kopieren wir hier noch dreimal. Und zwar 2, 3 und 4. Das hier wäre Noon. Das hier wäre Night. Und das hier Midnight. So. Ja, und am Ende brauchen wir wieder diesen Abschluss hier.
den wir in jeder Function drin haben. Time. So. Und damit sollte das eigentlich schon fertig sein. Das sage ich zwar immer, aber ich bin auch jedes Mal der Überzeugung. So. Ist halt leider so. So, Reload machen wir einmal. Ach ne, Moment, ich habe Take it as at time erst noch und dann. Ja, kann ich mir quasi hier nochmal Enable anmachen. Jetzt müsste ich Trigger Time machen können, genau, Set 1. Dann wird es morgen, wenn wir das auf 2 setzen, wird es direkt Mittag, schön. Auf 3 wird es Abend und auf 4 wird es Mitternacht. Schön, das heißt, der Time-Command funktioniert. Haben wir jetzt geschafft, haben nur ein bisschen mehr als 5 Minuten gebraucht. Und ja, ihr seht, diesmal hat es auch auf Anhieb geklappt, das freut mich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.